Alles klar, Eleanor. Dann gehen wir schon mal rüber in die Infirmary. Sehe ich das richtig? Oder wir gehen auf jeden Fall mal in Richtung hier hinter. Wenn wir hier trotzdem doch nicht mehr hinkommen, dann sehen wir uns hier auf jeden Fall nochmal um. Ach ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ging die Hecknadel gerade schnell. Das habe ich gerade nicht erwartet. So. Ein Haufen Munition, Raketensperre, sehr schön. Das tut gut. Wir haben gerade Adam gefunden. Aber Adam dabei. So, die ganzen Gefangenen lassen wir mal am Leben. Opfer. Allzu rosig sieht es hier unten für Lambs kleines Kollektiv nicht aus. Egal wie viel Einfluss sie auf die Häftlinge hat. Sie verheizt immer mehr von ihren Leuten für Ryans Big Daddy Programm, um den Rest ihrer Schäfchen am Leben zu halten. Ich glaube, sie verzweifelt langsam. Ich sollte Weir veranlassen, dass er an allen wichtigen Verbindungen die Waffen verdoppelt. Unser Portemonnaie ist voll. Das sei mal angemerkt. Lamp wird uns den Weg weisen und ein ganz großer Schmetterling. Wo ist denn hier? Wir haben echt alles voll und wir kriegen gerade so viel Zeug. Oh Mann. Eine List für Sinclair. Muss ich Sie daran erinnern, Sinclair, dass Lärm jetzt Ihr Problem ist? Sie ist nicht länger eine Bürgerin Raptures. Das war die Bedingung. Sie wollten Ihr Fachwissen. Und jetzt haben sie es. Ryan Industries ist ihr Kunde. Und wir verlangen Testkandidaten aus ihren Chargen. Die Protektoren sind kurzlebig. Lam wollte doch Messias spielen, richtig? Na dann. Verkaufen Sie ihr ein Opfer, um die Herde zu retten. Okay. Ja. Dann haben wir hier hinten alles gefunden. Wir haben übrigens keinen Code gefunden. Für die Code hier. Oder? Erscheint hier noch ein Code? Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall zurück. Alter, wir haben echt alles voll. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Hier steht auch kein Code irgendwo an der Wand. So ganz versteckt. Und ja, die Oberfläche ist nicht das Paradies. Ja, hier unten ist es besser. Mhm. Ich traue der Schnepfe, wollte ich schon fast sagen, kein Meter weit. Denk, ich werde jetzt leben. Gratuliere. Ihr habt soeben die Illusion des freien Willens erlebt. Jetzt denk, ich werde nie wieder wütend und handle danach. Schon beginnt die Illusion zu bröckeln. Eure Gegner haben nichts gegen ein leeres Lächeln, aber ihnen fest zum Programm. Ich ziehe daraus den folgenden Schluss. Das Genie ist der Feind. Ja, sicher nicht. Wir haben noch einen Audiolog übersehen. Krieg ich ein. Hängt aber auch ganz schön versteckt da, muss ich sagen. Raptor Historiker, könnte es sein, dass wir alle Audiologs haben? Nice. Name. Wo bin ich? Name. Was zum Teufel habt ihr mit meiner Frau gemacht? Name. Lassen Sie mich aus diesem Sturm!
Dieser Ort ist echt die Hölle. Buchstäblich. Okay, ich gehe nochmal kurz alles ab. Wir haben anscheinend jeden Audiolog gefunden, aber ich habe keinen Hinweis auf den Code hier. Das heißt, wir haben den entweder ganz hart übersehen. Oder? Oder wir finden ihn erst noch woanders. Alter, wo kommen denn diese... Oh Gott, ist das creepy. Steht hier irgendwas drauf? Please stand by. Ich will jetzt nichts riskieren. Obwohl ich da schon gerne rein wollen würde. Schwimmt der Code vielleicht auch irgendwo rum? Wir werden wiedergeboren, auch nicht. Genbank. Auch hier nicht. Hier drin vielleicht. Irgendwo an der Decke, ganz fett. Oder nein. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Ich werde das nicht zulassen, dass ich nochmal von dir getrennt werde. Es muss doch... Irgendwo muss doch so ein Code hängen. Tut mir leid, aber ich will diese Tür öffnen. Nochmal ein flüchtiger Blick über alles drüber. Nur eine Definition hält stand. Gut ist die Freude an der Abwesenheit von Leid. Was ist dann das höhere Gut? Um die Freude oder das Leid der Mehrheit zu bestimmen, müssen wir die Dimension Zeit berücksichtigen. Jede Tat darf nicht nur für den Moment erwogen werden, sondern hinsichtlich Ursache und Wirkung. Das höhere Gut ist daher gleich der Gesamtfreude über alle Zeit hinweg. Mhm. Lamp, ganz genau. Gibt's ja nicht. Sag es mir! Irgendwo hinter irgendwelchen Bildern... Haltet mich für verrückt, aber die Anzahl der Personen auf den vier Bildern vielleicht? 1, 3, 2 und 1? Wer weiß. Okay. Hätte sein können. Hätte sein können. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Naja, vielleicht die Anzahl der Menschen auf diesen Bildern. 1, 3, 2, 0. Auch nicht? Hat das gerade geklappt? Nein, okay. Es muss diesen Code geben. Sorry, wenn ich das jetzt extrem in die Länge ziehe. Aber ich will diesen Code finden. Ich will diese Tür öffnen. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen. Dazu die Welt so zu formen, wie sie sein soll. Ich sollte ein einfaches Moral haben. Jede Wahl so zu treffen, wie die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeine. Er nannte das die Imperative. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal hier drin. Fangen, der hat nur Kartoffelchips.
Hier ist auch kein Hinweis. Utopia. Man denkt dabei immer gleich an den Himmel auf Erden. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort. Ein Ideal und unerreichbar. Schon bei der Namensgebung weigern wir uns daran zu glauben. Und doch werden wir für immer auf dieses Utopien hinarbeiten. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Egal wie viel wir schon haben. Es ist mit die größte Ironie der Menschheit, dass uns genau das Streben nach Utopia davon abgehalten hat, dorthin zu gehen. Ich will auf jeden Fall mal ausprobieren, ob wir vielleicht irgendwo einen Hinweis kriegen, wenn die hier aufhören draufdrücken oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gerade den Stromzufuhrknopf gefunden. Auch nicht gerade das Tollste. Weißt du den Code? Nein. Entschuldigung. Das kann ja nicht sein. Irgendwo. Alter, die Lüftungsschächte. Da ist doch auch irgendwas im Busch. Ich nehme die Holzblätter weg. Nein. Schlecht. Code. Okay, wir versuchen es noch mal ganz kurz. Na, komm schon. Dankeschön. Hier hinten drin vielleicht. Supplies. Ja, wow, da hätten wir einfach. Ja. Hier hängt auch kein Code. Mann. Sonst haben wir den Code immer irgendwo gefunden. Diesmal nicht. Kann es ja auch nicht sein. Steht der vielleicht hier irgendwo an der Wand? Hallo? Ah ja, alles klar. Toller Houdini-Splicer. Ja, wenn es uns nirgends steht, dann... Hier sind noch ein paar Bälle. Also entweder ich bin blind oder wir kriegen ihn noch. Oder das ist tatsächlich eine Tür. Soeben die Illusion des freien Willens erlebt. Jetzt denke ich werde nie wieder wütend. Danach. Schon beginnt die Illusion zu bröckeln. Die Gene haben nichts gegen ein leeres Lächeln. Aber Wut gehört für die Gene zum Problem. Ich ziehe daraus den folgenden Schluss. Das Gen ist der Feind. Keine Ahnung. Oh Gott. Nein. Bleib. Komm, bleib!
Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der Code sein soll. Der Klassiker. Hätte ja sein können. Ja, ich bin verzweifelt. Ich würde gerne den Code wissen.